Holz konnte man an diesem Wochenende den Gehmannsbergern wünschen, denn schließlich ist es nicht ganz einfach, einen Weltrekord herbeizusägen. Nicht wie Max und Moritz Ritze Ratze einfach ein Brett quer durchsägen, nein, der Länge nach durch einen Baum musste der Rekord erzwungen werden. Und weil der Baum unter seinesgleichen ein echter Riese war, sollte das Brett das bislang längste der Welt werden. Was es nicht alles gibt. Julia Schlegel hat die rekordträchtige Holzaktion miterlebt. Im Wald dreht sich alles um Bäume. Das ist auch im bayerischen Wald nichts Neues. Neu dagegen ist die Idee, aus einer heimischen Fichte das längste Brett der Welt herauszuschneiden. Der Rekordversuch gestern in Gehmannsberg in der Nähe von Regen. Eine ganze Mannschaft aus Zimmerern, Sägewerksleuten und Maschinenfachmännern ist im Einsatz, um das bisher längste Brett von 34 Metern zu überbieten und so ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen. Und das funktioniert nur scheibchenweise. Brett für Brett und mit viel Geduld kommt man heran ans Innere des Stamms per liegender Bandsäge, die eigens zu diesem Zweck herauftransportiert wurde nach Gehmannsberg. Doch noch bevor die Sägen überhaupt zum Einsatz kamen, galt es allerlei Schwierigkeiten zu bewerkstelligen. Das war eine ziemlich schwierige Sache. Der Baum, bis er gefällt worden ist, dass er nicht abbricht während der Fällung bei dieser Länge. Und von Wald dann auf die Forststraße und von der Forststraße dann hier zum Standort. Wir haben den Baum gefahren, wie man einen Maibaum fährt, vorne auf einen Wagen und hinten mit einem Nachläufer. Nochmal das Sägeblatt wechseln für den finalen Schnitt durch die gut 100 Jahre alte Fichte, die mit ihren 36 Kubikmetern Holz gut 5,5 Tonnen wiegt. Maßarbeit. Letztendlich muss das Brett nicht nur über 34 Meter lang sein, sondern auch eine Breite von 12 mal 5 Zentimetern haben. Das Kirchweihfest am Wochenende in Gehmannsberg, der beste Schauplatz für solch ein Spektakel. Aber wie kommt ein Juniorchef vom nahen Sägewerk überhaupt auf solch eine Idee? Die Idee habe ich mal in der Zeitung gelesen. Das ist eine Fachzeitschrift und da habe ich gelesen, dass die Österreicher einen Rekord geschnitten haben mit 34,48 Meter. Das hat mir dann keine Ruhe mehr gelassen, haben noch immer spekuliert. Und eines Tages dann in einem Fest habe ich zum Volkspark Engel gesagt, wie wäre es, wenn wir das realisieren würden. Gesagt, getan und die Gehmannsberger Segen, was das Zeug hält. Am Nachmittag dann wird's richtig spannend. Der letzte Schnitt nach stundenlanger Vorbereitung, eher dauert nur 2 Minuten. Das Brett ist fertig und das Allerwichtigste, 36 Meter und 20 Zentimeter lang, notariell beglaubigt. Und jetzt müssen die Gehmannsberger überlegen, wo sie das längste Brett.